Herzlich willkommen zum Wochentalk auf Regio TV Plus. Unser heutiger Gast ist der grossartige Autor, Schreiber, Komponist, Musiker, Solist, Produzent, Werbemacher, Tausendsassa in allen Gassen von Basel, der Alex Felix. Und der Alex hat mir den Sternenstaub mitgebracht. Und da gehen wir zuerst einmal in die richtige Stimmung hinein. Sternenstaub. Fliegt zu meinem Rhein. 3 Tage soll Basel glücklich sein. Dass man niemals von euch den Zauber verliert. Dass mein Fasnachtskind nicht an die Finger friert. Die Stadt hab sie gern. Sie stört. Der Stern. Schau. Ich bin der Zauber. Vertrau. Und glaub. An's Wunder. Und an Sternenstaub. Ich bin da. Ich bin parat. Hörst du mich? Alex, wir steigen gerade rein. Wir dürfen keine grossen Vorgeschichten verheizen jetzt. Wer ist sie, die wir gesehen haben am Anfang des Stücks? Wer leitet in den Sternenstaub hinein? Und was machst du dort auf dem Dach? Also, ich habe sie ja mitgebracht. Und eigentlich ist sie kein wirklicher Mensch. Das merkt man eigentlich erst im Laufe des Stücks. Sie ist Fantasie, sie ist der Fasnachtszauber und sie verliebt sich in jungen Florian, weil sie will gelebt werden und er verliebt sich in sie, weil sie halt der Zauber ist und er ist noch so ein schöner Zauber. Und auf dem Dach, dort wartet er 40 Jahre später, weil sie ihm damals versprochen hat, wir werden uns wiedersehen, wenn du daran glaubst. Und seither wartet er seit 1968 und ist überzeugt, dass sie diesmal kommt. Wer ist denn sie im richtigen Leben? Wer hast du zu deiner Fee gemacht im Stück? Ich glaube, das musst du gerade sie selber fragen. Dann stell dich doch mal schnell selber vor, du bist, woher kommst du? Und vor allem darfst du auch gerade noch dran hängen, wie ist das zusammengekommen, dass du mit dem Alex Felix darfst doch die wichtige Rolle, die Feinheit gerade am Anfang des Stücks schon ausdrückt, spielen? Ich bin also die Fee, die Maira. Ich komme aus Rheinfelden ursprünglich. Und ich bin dazu gekommen, die tolle Rolle zu übernehmen von der Gina Günther. Sie war meine Gesangslehrerin im Jazz Campus in Basel. Und sie hat damals, da bin ich vielleicht einjährig gewesen, hat sie damals die Fee gespielt im Sternenstaub. Und was an der Zeit war, die Wiederaufnahme zum ersten Mal zu machen, hat sie mich gefragt, ob ich die Rolle übernehmen darf. Ich habe im ersten Moment sogar Nein gesagt, ich habe mich nicht ganz gewappnet gefühlt. Ich habe gleichzeitig noch Maturaarbeit geschrieben, viel los gehabt. Und dann hat mich der Alex überzeugt, wie auch der Feuerwehrmann überzeugt worden ist mit dem Zauber von diesem Stück. Da konnte ich nicht mehr Nein sagen. Du hast mir gerade eine schöne Brücke geliefert, Alex. Der Realist, der Brändli. Was hat es denn mit dem auf sich? Wie ist der in das Stück hineingeflochten? Der Brändli, das ist, wie du sagst, das ist der Realist. Er sagt, ich glaube halt, was ich sehe und was ich höre. Und der Florian sagt dann, eben nicht. Du musst mit dem Herz hören. Und er vertritt eigentlich auch den Teil im Publikum, der sagt, ja, der alte Spinner da und der glaubt da, was weiß ich, dass die ihn abholt wieder und esoterisch, was weiß ich. Und der Brändli macht aber dann seinen Erkenntnisweg in diesem Stück. Er wird dann ganz, ganz langsam wieder drüllt, weil er dann eben auch plötzlich Sachen sieht, wo ihm der alte Florian sagt, du musst nur
das Herz aufmachen und die Augen zu und fest daran denken. Und dann passiert das. Mach mal die Augen zu und das Herz auf. Und denk zum Beispiel an den Baum hier. Hörst du es? Nein. Fester, Brändli. Konzentrier dich. Ich bin eine Linde. Bald blühe ich schon. So fest ich nur gehe. Doch dann schifft mich von hinten mitten an meine Rinde. Jeden Tag der gleiche blöde Dackel an. Jetzt habe ich tatsächlich etwas gehört. Hey, das habe ich mir noch eingebildet. Probier es doch noch mal. Alex, du hast ganz viele Menschen um dich herum geschaut, bekannte Schauspieler und Sängerinnen und Sänger, die mit dir mitgehen. Und sehr bekannt ist Colette, die immer wieder mal anzutreffen ist, jetzt doch im Sternenstaub. Was hat sie dort für eine Rolle? Weil ich meine, den Knaller hast du ja sicher schon in der Komposition dir etwas ausgedacht, was du da anfangen kannst. Ja, ich kenne Colette schon seit ich etwa 20 bin. Ich habe sie dort irgendwann mal am Radio gehört, in einem Wettbewerb. Und unsere Eltern haben sich gekannt. Und die hätten immer wollen, dass wir einmal heiraten. Aber man war immer noch platonisch und ist heute noch einfach eine wunderschöne Freundschaft. Und im Sternenstaub verkörpert sie einmal eine Ratte, eine von diesen drei. Und sie verkörpert das alte Schiff im Rheinhafen, das entsorgt werden soll. Bis so eine Leiche. Bitte, Christina, zwei. Langsam wird die Ruhe. Ach, Rost am Buch. Ach, wenn doch nur ein Kapitän mich helfen würde und mit sich nahm, dann fahr ich nach Amsterdam, nach Rotterdam, von Hamburg zurück an Wesendamm und bis glücklichste Schiff auf der Welt. Ich fahr nach Amsterdam, nach Rotterdam, von Hamburg zurück an Wesendamm und bis glücklichste Schiff auf der Welt. Eine weitere Szene ist so ein Klassiker, finde ich, in dem Sternenstaub, ist, wenn es in die 50er Jahre geht. Wie ist das für dich als junger Mensch? Ich selber bin der Überzeugung, dass Rock'n'Roll oder 50er Jahre Musik, dass der Groove etwas ist, was eigentlich wahrscheinlich auf ewig wird immer allen gefallen, ob jung oder alt. Ich denke es auch. Und das merkt man auch beim Griffengast. Jimmy ist ein Geist, der die Welt noch nicht verloren hat. Und, wo sowohl der Brändli wie auch das Publikum jedes Mal absolut überzeugen kann. Aha, ich tanze von Tod, ich bin eigentlich nicht wohl, bin der Rock'n'Roll-Geist aus den 50er Jahren. Sie haben mich zwar verjagt, doch ich komme immer wieder zurück zu meinen Rock'n'Roll-Knille an, der mit der Post und singt vom Blues. Oh, wie der Blues mit Shoes. Aha, ich bin der Griffengast, Jimmy, in mein Griffengast bin ich entkommen. Bin wieder da. Mein Bassgitarrist, ein Rocker, ein Verstand, ein Schatz, ein Lamm, ein Schar, ein Finanz, ein Dämpfer, jetzt Alex, das ist ja ein riesiges Ding auf der Bühne, da geht die Post so ab und dann, du hast vorhin angesprochen, die Szene mit der Ratte. Wenn man die Geschichte nicht kennt und sie so von außen mitkriegt, was haben jetzt die Ratten dort zu tun? Ich glaube, dort ist es vor allem darum gegangen, die drei Stimmen auch wieder in einer guten Manier auf die Bühne zu bringen. Ja sicher, es sind alles wunderbare Sängerinnen und Schauspielerinnen und die Ratten. Ich weiß noch, als ich es komponiert habe, ich habe dann gedacht, das ist so das Unterbewusstsein von der Stadt. Sie sind ja auch etwa 2 Meter unten dran und sagen, hier fängt das Basler Leben erst richtig an. Und die gehen dann, es ist einfach eine Bereicherung. Könnte man sagen, gehören wir zur Creme de la Creme, wir sind zu heim. Wenn es lustig kalt ist und sie brennt durch Stadt. Wenn wir sind alt, wir sind geschossen, wir sind so heim.
Wenn kommt die Zeit, Alex? Wenn kann man den Reigen wieder sehen, den Zauber rund um Fasnacht? Also die Premiere ist am Donnerstag, am 16. Dezember. Dort geht Maira und ich sicher auch einmal schauen. Und der Vorverkauf ist schon eröffnet jetzt. Und das für den Sternenstaub, für eine waschechte Basler Produktion oder unbedingt mal schauen. Eine tolle Idee, auch jetzt bereits schon den Leuten Freude machen mit so einem Ticket für im Dezember.